Ich mache es jetzt. Ja, ich begrüße doch jetzt unsere wunderbaren Zuschauer und sage herzlich willkommen. Hier ist Episode 15, unser aller Lieblingsformats. Sagt man das so richtig? Dritte Liga-Top-Thema, Magenta-Sport. Wir haben jetzt schon wieder Spaß, weil wir uns freuen auf diese Ausgabe. Wir haben einen wunderbaren Gast vom VfB Lübeck, Yannick Deichmann. Aber bevor wir zu diesem Gast kommen, Alexander Klich, ist deine Expertise gefragt. Der KFC Uerdingen entlässt mal wieder, alle Jahre wieder, Stefan Krämer. Wie angeschwollen ist da deine Krawatte als Neutraler, als Journalist, als fußballbegeisterter Drittliga-Dompteur? Ja, ich kann es kurz machen. Ich habe so einen Hals, ja, einen Hals wie eine Keksdose habe ich, weil ich das nicht verstehen kann, ja. Stefan Krämer war für mich wirklich noch so dieser Tesastreifen auf diesem brüchigen Staudamm, ja, der das doch irgendwie alles zusammengehalten hat, der gute Ergebnisse erzielt hat und der muss jetzt wieder gehen nach so einem wilden Spiel gegen Halle, was sie auch übrigens gut und gerne hätten gewinnen können. In Uerdingen läuft so vieles schief in dieser Saison. Für mich ist das absolut unverständlich, einen Trainer rauszuschmeißen, der dort so gute Arbeit macht, auch so wenig. Und ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, es soll jetzt wieder der Co-Trainer, es soll jetzt wieder Stefan Reisinger, der ja von allen Trainern immer der Co-Trainer ist, dann war er aber auch mal der Cheftrainer, dann war er ein Teil eines Cheftrainer-Teams. Also ich bin da ganz ehrlich, ich finde das langsam irgendwie sehr komisch, ja, weil entweder bist du dabei, bist du ein Team als Trainer und auch als Co-Trainer natürlich in der Verantwortung. Aber da immer wieder dann hervorzustechen und dann wieder zu übernehmen und dann hast du wieder und dann gehst du wieder ins Glied zurück und sowas. Also ich möchte jetzt niemandem jetzt hier irgendwie zu nahe treten, aber das hat für mich schon langsam ein erstaunliches Geschmäckle. Jo, der KFC Uerdingen hat auch mich komplett abgehängt. Ich blicke nicht mehr durch und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt was bringt. Wie gesagt, Stefan Krämer, der sich das zweite Mal schon angetan hat, jetzt wieder zu entlassen in so einer wichtigen Saisonphase. Das lässt mich ratlos zurück. Zum Glück gibt es jetzt einen Mensch, der viel Licht ins Dunkel bringt, denn Yannick Deichmann, der ist schon eine spannende Figur, ne? Absolut. Wir wollten ihn unbedingt kennenlernen und wir haben es geschafft. Und jetzt nehmen Sie sich zu Hause mal die Zeit, diesen wunderbaren Menschen auch mal hautnah zu erleben. Bitteschön. Und jetzt freuen wir uns auf Yannick Deichmann vom VfB Lübeck. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dich in Ibiza antreffen oder habe ich hier einen falschen Instagram-Account geöffnet. Ach du Scheiße. Das ja, ist moin. Johannes Haller. Moin. Wirst du oft mit ihm verglichen? Das ist der ehemalige Bachelor. Nein, tatsächlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wer die Frage reingestellt hat. Also nein, werde ich nicht. Und selber denke ich auch nicht, dass ich dem ähnlich sehe. Ja, du hast das schon sehr gut gesagt. Wir haben natürlich wieder einen Eimer voll Fanfragen bekommen. Aber ich muss erstmal meine Irritation ausdrücken. Ihr habt euch da pullovermäßig irgendwie ein bisschen abgesprochen. Kann das sein? Ich dachte, wir machen heute Jeanshemd. Und jetzt kommt ihr da mit Orange. Ja, also der Hemdtyp bin ich eher nicht so. Das passt für mich ganz gut. Und ich wusste ja, was der Strassi anzieht. Also passt das für mich auch. Ja, und ich muss auch sagen, Orange, das ist die Farbe, oder? Also, ich bitte dich, da läuft ja keiner mehr mit Grau und Jeans rum. Ich habe die auch hier hinten in meinem tollen Bild, was ich seit Monaten hier nicht verrückt habe, damit das immer jedes Mal schön passend ist. Aber das würde ja auch reinpassen in unser schönes Format, Yannick. Bist du denn modebewusst? Interessierst du dich dafür? Gehst du gerne shoppen? Wie machst du das? Ja, also modebewusst, da gibt es, glaube ich, in der Mannschaft einige, die da besser sind als ich. Aber ja, ab und zu hole ich mir schon was. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag schaue, was es Neues gibt und wo man dann irgendwie was rausholen kann. Was natürlich momentan über allem steht, ist eure sportliche Situation. Wir haben uns ja wochenlang gar nicht getraut. Können wir einen von euch anfragen, weil es war echt richtig, richtig schwierig. Aktuell muss man sagen, sind es nur noch 4 Punkte auf das rettende Ufer. Lübeck lebt. Was sagst du dazu? Ja, definitiv. Aber man hat auch gesehen, dass 4 Punkte ja sehr, sehr schwer trotzdem einzuholen sind. Da muss man halt auch wissen, dass man in jedem Spiel weiter Gas geben muss. Und man hat es jetzt auch bei, glaube ich, 60 München gesehen. Die waren auch mal lange weg. Jetzt sind sie wieder dran. Also es ist eine absolut geile Liga, wo man in jedem Spiel irgendwie Vollgas geben muss, um zu gucken, dass man als Sieger vom Platz geht. Und wenn man jetzt auch Unterhaching gegen Dresden sieht, also es ist
es ist egal, wer gegen wen spielt. Am Ende ist auch Tagesform echt entscheidend. Und so wollen wir uns auch in den nächsten Spielen präsentieren. Ihr seid seit 5 Spielen unbezwungen. Ihr hattet die Roten Teufel mehr oder weniger auch mal fast am Rande der Niederlage. Am Ende war es nur, in Anführungszeichen, ein 1:1 gegen den FCK. Jetzt kommt auch noch der nächste Traditionsverein mit Mannheim. Wie schafft ihr das denn da, den Fokus zu behalten, euch nicht verrückt zu machen? Weil ja eigentlich, es rechnet ja auch vielleicht gar keiner mehr mit dem VfB. Nutzt ihr vielleicht diese Chance, die ihr gar nicht habt? Die Chance, die ihr gar nicht habt. Also für mich ist es, oder für uns ist es einfach so, dass wir in den letzten Spielen einfach den Fokus auf das Positive gelenkt haben. Klar gibt es einige Dinge, die nicht gut gelaufen sind, und die haben wir auch angesprochen, aber es bringt ja nichts, immer hinterher zu trauern. Wir müssen schauen, dass wir in den Spielen diese positiven Dinge mit rausnehmen und die dann in die neuen Spiele mit einbringen. Und so sind wir jetzt ganz gut gefahren und so wollen wir das auch beibehalten. Du bist natürlich auch ein Typ, da muss man lange recherchieren, dass man überhaupt mal einen Fehltritt von dir rausfinden kann. Janik, du genießt einen Ruf, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, sehr vorbildlich, haust dich immer volles Programm rein, machst deine Tore, deine Vorlagen, bist mannschaftsdienlich. Aber es kam auch eine witzige Fanfrage rein, also heute muss ich auf was gefasst machen, schon die zweite nach der Bachelorfrage. Und da ging es darum, wie viel Bier trinkst du eigentlich auf der Heimfahrt im Bus? Naja, kommt ja drauf an, wie die Truppe drauf ist, aber nach guten Spielen bist du dann gerne mal dabei mit ein paar Bierchen, auf jeden Fall. Ich bin eh der Typ, der gerne mit der Truppe irgendwie ein, zwei Bierchen zusammen trinkt und hoffe einfach, dass da noch einige dazukommen mit guten Spielen. Aber das heißt, nur nach Siegen gibt es Bier? Ja, man muss ja auch gucken. Ich meine, man hat dann ja auch nichts zu feiern. So, ne? Also jetzt gerade ist es halt auch eine Situation, wo man noch nicht feiern kann. Wir wollen am Ende der Saison feiern und zwar einen riesengroßen Schritt, den wir geschafft haben. Und dafür gilt es erstmal zu arbeiten. Und wäre absolut geil, wenn wir am Ende der Saison dann nicht nur ein, zwei Bierchen, sondern 20 Bierchen trinken, wenn wir das große Ziel erreicht haben. Aber das wird harte Arbeit und dementsprechend ist das noch ein Stück. Ein ganz großes Stück. Und jetzt, ich hau's einfach raus, Kliche, oder hier mit die Fanfragen. Die haben uns wirklich zugemüllt. Immer mit der gleichen Frage, will ich fast sagen. Janik Deichmann, dein Vertrag läuft aus. Das ist uns allen bekannt. Und die Fans wollen wissen, bleibt er denn? Bleibt er bei Klassenhalt? Bleibt er vielleicht dann auch in der Regionalliga? Wie sind deine Gedanken? Und jetzt kommen wir hier nicht mit Wischiwaschi. Hier ist eine ernsthafte Sendung. Wischiwaschi, nein. Also ich fühle mich echt sehr wohl hier. Ich hatte das ja eben mal, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, schon erzählt. Lübeck ist eine absolut geile Stadt. Also wer hier noch nicht war, ich kann es jedem empfehlen, mal vorbeizukommen. Ich fühle mich hier absolut wohl und ich weiß, ist eine Floskel, aber es sind halt 7 Spiele noch und ich will mich voll darauf konzentrieren, dass wir dieses Ziel erreichen. Da ist jetzt irgendwie alles, was in meinem Kopf gerade drin ist, in diesen 7 Spielen. Und ich hoffe, dass wir da am Ende positiv bei rauskommen. Und dann muss ich mir da auf jeden Fall dann Gedanken machen. Aber bis dahin habe ich erstmal den vollen Fokus auf diese 7 Spiele. Und da will ich alles reinsetzen. Aber du würdest nicht ausschließen, mit Lübeck auch in die Regionalliga zu gehen? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich, wie gesagt, muss mich jetzt erstmal nur voll auf diese 7 Spiele konzentrieren. Es bringt gar nichts zu gucken, was ist wenn und wie sieht es da aus, wie sieht es da aus, es bringt nichts. Es ist alles eng beieinander bei uns in der Liga und wenn ich mir jetzt noch Gedanken mache, wie es dann ausschaut in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, dann wird es mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Dementsprechend, ich bin voll bei Lübeck, ich bin voll bei den Jungs und ich will einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir dieses große Ziel erreichen. Sensationell, finde ich toll, wie du dich da durchschlägst. Das ist natürlich auch immer schwierig, die Frage nach der Zukunft, vor allem für einen Typ wie dich, der sich ja echt quasi über den zweiten Bildungsweg nochmal da oben reingeschossen hat in den Profifußball. Wir müssen ja über deine Herkunft auch gleich reden, ja. Du bist in Hamburg geboren, hast da auch in der Jugend gespielt, hast bei St. Pauli gespielt. Das ist eigentlich alles gar nicht möglich, aber du hast es gemacht. Und wir haben natürlich auch mal ein bisschen geguckt, wer sind denn so alte Weggefährten von dir? Und dann haben wir einen Mensch gefunden, der war beim HSV mal.
mal bei dir, von dir Trainer und der hat hier eine kleine Grußbotschaft für dich vorbereitet. Jetzt zieh dich mal warm an. Ich bin gespannt, ob du dich an die Sachen hier noch erinnern kannst. Ja, jetzt bin ich gespannt. Hallo Yannick, freut mich, dass du bei Magenta zu Gast bist. Ich melde mich, weil ich hier ein, zwei Anekdoten über dich erzählen soll, das, was richtig schwer ist, weil du ein sehr, sehr ordentlicher Spieler warst, der ja, sehr, sehr viele Sachen richtig gemacht hat. Du warst sehr sauber, ordentlich, immer pünktlich. Es gab eigentlich nie was zu meckern. Ich erinnere mich, dass du einmal ausgewechselt wurdest für Matti Steinmann und selbst da hast du ihm, mannschaftsdienlich wie du bist, sehr viel Glück gewünscht und gesagt, dass er das besser machen soll als du. Das ist mir sehr, sehr hängen geblieben, also sehr, sehr beeindruckend. Eine Geschichte, die ich dann nebenbei in der Kabine mal so zufällig mitgehört habe, erinnere ich mich da, wo die Jungs sich über dich lustig gemacht haben. Und zwar bist du wohl nach einer Mannschaftsfeier irgendwie mit der Bahn nach Hause gefahren und bist dabei eingeschlafen. Und während du in der Bahn lagst, mit deinem Handy Musik gehört hast, wurde dir dein Handy, glaube ich, entwendet. Und du hast es nicht mehr gemerkt, weil du vielleicht den einen oder anderen Schluck über den Durst getrunken hast. Ja, da musste ich mich auch köstlich amüsieren. Ich konnte es ja nicht glauben, aber wenn die Jungs das so erzählt haben in der Kabine, dann wird es wohl bestimmt haben. Vielleicht kannst du es ja noch bestätigen. Ja, wünsche dir alles Gute, viel Erfolg weiterhin beim VfB Lübeck und bleib so, wie du bist. Alles Gute für die Zukunft. Bis dann. Ciao. Otto Addo, meine Damen und Herren. Heute Abend noch in der Champions League aktiv, aber du bist ihm scheinbar so wichtig, dass er das noch loswerden wollte. Stimmt die Erinnerung? Hat er recht behalten? Ja, tatsächlich hat er recht behalten. Bei der einen Sache so wie bei der anderen, leider bei der anderen auch. Nee, super, freut mich aber für den Otto und vielen Dank auf jeden Fall. Falls er das irgendwie sehen sollte und so weiter, dann würde ich ihn, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall für das Video. Ja, absolut geiler Typ. Den hatte ich genau in der B- oder A-Jugend, muss mal gucken, was das war. Und ja, super, super Typ. Da müssen wir auch jetzt auch drüber reden gleich, aber ich würde natürlich gerne ein bisschen hören, was da so los war. Also, was für eine Fahrt war denn das mit der Bahn? Wo bist du da hingetuckert? Ja, ich wohne relativ weit im Hamburger Westen und die damaligen Feiern und so waren immer Richtung Reeperbahn und mit der Mannschaftsfeier musstest du dann da von der Reeperbahn ein Stück weit fahren Richtung Hamburger Westen und ja, kann sein, dass da ein, zwei Bierchen die zu viel waren und ich dann eingepennt bin. Ja gut, dann habe ich das anscheinend nicht mehr gemerkt und dann hast du den Salat. Da wurde dir wirklich das Handy geklaut. Das ist doch, also da würde für mich eine Welt zusammenbrechen. Gut, ist glaube ich schlimmer, wenn mir das Bierchen geklaut wird. Nein, Spaß, aber es ist, ja, letztendlich ist es nur ein Handy und man kann das alles wieder besorgen. Ja, es war halt so wild. Am Ende, klar, ärgerst du dich, aber ja, wenn es für eine gute Story gereicht hat, dann freut mich das. Ist dir das eigentlich unangenehm? Bist du lieber dieser Gestriegelte? Bist du lieber, dass alle Leute von dir denken, ach Mensch, dieser wunderbare Schwiegersohn, ja, den hätte jede Schwiegermutter gerne. Oder ist das für dich in Ordnung, dass du diese zwei Seiten hast, auch dieses Rebellische, dieses Partytier in dir? Ja, ich glaube, es wäre fatal oder schwer zu sagen oder wäre nicht gut zu sagen, ich bin jetzt hier der Schwiegersohn, den jeder haben will, weil ja, das bin ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Typ, der auch irgendwie nicht versteckt, dass er, wenn er irgendwie zu was gefragt wird, seine Meinung äußert. Und klar, manchmal stößt man dann auf Leute, die das nicht so gerne hören oder nicht so gerne sehen, aber letztendlich musst du ja für dich selbst entscheiden, ob das nun richtig war oder nicht. Und bisher stand ich zu jedem Wort, was ich gesagt habe und dementsprechend würde ich sagen, ich stehe absolut dazu, dass man zwei Seiten hat und auch mal die Emotionen halt rauslässt. So muss das sein und du hast auch viel Emotion erlebt damals, zu deiner Zeit, als du eben dann nicht mehr beim HSV in der Jugend warst, sondern jetzt, Vorsicht, als gebürtiger Hamburger dann nach St. Pauli gegangen bist und da durftest du zweite Fußball-Bundesliga spielen unter Ewald Lienen. Der hat dich reingeworfen damals gegen Fürth 2015. War das, was für Erinnerung hast du daran, dass du schon so nah dran warst in dem richtigen Profifußballgeschäft? Ja, zuallererst bin ich Ewald Lienen sehr dankbar, dass ich diese Chance überhaupt bekommen habe.
Sprichst du an, das mit dem Spiel gegen Greuther Fürth, das war der absolute Wahnsinn. Da habe ich die 90 Minuten in der Innenverteidigung verbracht. Ja, das war ein absolut geiles Erlebnis für mich, ne? Gerade Millern-Tor. Wir haben auch noch gewonnen, 3-2. Absolut geiles Erlebnis. Ja, war absolut froh und dankbar dafür, dass ich diese Chance bekommen habe. Ja, es war lustig, weil eigentlich ich jetzt nicht geplant war für die 90 Minuten. Da hat sich der Gonny, der Sön Gonta, hat sich verletzt beim Aufwärmen. Und ja, weiß ich noch, kam der Abderrahmdamm zu mir und meinte so, ja, hier, jetzt, du bist dran, also mach dich warm. Ich habe auch erst mal überlegt, ja, Gonta verletzt, du sollst dich jetzt warm machen, so auf welcher Position spielst du denn jetzt? Sollst halt rechts dem Zier spielen, den Zier spielen. Und für mich muss ich mich natürlich auch erstmal große Augen gemacht, erstmal geguckt. Ja, und ich weiß, ich kann mich daran erinnern, dass in den ersten 10 Minuten habe ich, glaube ich, gleich erst mal eine gelbe Karte gekriegt. Die fing auch schon mal super an. Ja, aber letztendlich am Ende das Spiel zu Ende gemacht und war richtig froh, dass wir am Ende auch gewonnen haben. Ja, aber so ein Spiel vergisst du natürlich nicht. Selbst bei den Erzählungen kriege ich schon Gänsehaut, als wäre ich mit dabei gewesen. Würdest du sagen, das war deine schönste Erinnerung oder dein schönstes Erlebnis in deinem Leben, zumindest beruflich? Ja, eines der schönsten Erlebnisse. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch 4 Jahre hier in Lübeck und habe da auch einige richtig geile Erlebnisse gehabt, die ich absolut dazu zählen würde. Und also auch auf jeden Fall eines der schönsten Erlebnisse, definitiv. Klichy, du hast es ja gerade schon gesagt mit HSV und St. Pauli. Jetzt müssen wir es natürlich auch auflösen als gebürtiger Hamburger. Wer ist denn größer? Wer ist denn die Nummer eins? Der HSV oder St. Pauli? Janik, jetzt kannst du dir Freunde oder Feinde machen. Ja, schwierige Frage, schwierige Frage. Man muss halt sagen, dass ja, meiner Meinung nach der Hamburger Sportverein natürlich eine riesengroße Fanbase hat. Ja, St. Pauli ebenso. Deswegen ist es einfach schwer zu sagen, wer dort die größere Macht in Hamburg ist. Es ist natürlich fatal zu sagen, man mag beide Mannschaften. Ich habe jetzt in beiden Mannschaften gespielt. Ich muss aber echt sagen, dass ich Sympathien für beide Truppen habe, weil beide Mannschaften für einiges stehen, wo ich selber hinterstehe, gerade auch wo auch St. Pauli hintersteht. Und dementsprechend habe ich auch viel Sympathie für beide Vereine. Du bist ein Familienmensch, hast zwei Geschwister, dein Bruder Leon spielt ja bei Oldenburg, aber du bist auch total der Hundefreak. Bei WhatsApp, dein Profilbild, da bist du mit dem Hund unterwegs und ihr habt ja auch Familienhunde, Labradore, zwei Stück, die Guck mal heißen, hier. ja hier, Ach guck du mal, Scheiße. Ach du Lotta. Lotta und Emma, habe ich mir sagen lassen, da sind die Jawohl. beiden Hunde. Und das sind natürlich nicht die beiden Hunde, das sind deine Geschwister. Leon und Josi. Okay. Ja, genau, das ist schon aber echt Jahre her, ey. Ja, wir haben hier, der Christian, du, der hat alles organisiert, du. Der Christian, der ist da Auf Vollgas. jeden Fall hat er lange recherchiert, also fleißig recherchiert, weil die Bilder sind schon Ewigkeiten her. Ja, ist Ja, doch ist nicht mal eine du. herrliche Erinnerung. Wie ist das denn mit Hunden? Ich habe das bei Fußballern schon oft gehört. Ist Hund auch manchmal so ein Familienersatz, weil du den überall mit hinnehmen Schön. kannst? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder auch ein guter Trainingspartner wahrscheinlich zu Corona-Zeiten. Ja, also ich bin ein absoluter Familienmensch, wie ihr schon gesagt habt. Ich bin richtig froh, dass ich auch in der Nähe von der Familie Fußball spielen kann. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und auch ein absoluter Hundefreund und Hundemensch, Tiermensch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hamburg komme, mit den beiden Mädels auszugehen, am Strand. Also für mich ist es eine tolle Gelegenheit, auch mal rauszukommen, um mal abzuschalten. Das ist überragend. Ja, da muss man sagen, die beiden sind auf jeden Fall auch ballverliebt und mit denen kann man auf jeden Fall ganz gut im Garten ein bisschen zocken, ja. Das stimmt. Gerade in der Lockdown-Zeit im letzten Jahr war das sehr hilfreich. Ihr habt ja mit Lübeck, wie gesagt, auch noch gute Chancen, das Ganze zu packen, in der Liga zu bleiben. Und so wie ich dich jetzt auch wahrgenommen habe, lebt ja auch bei dir der Glaube. Ihr seid, glaube ich, ein sehr verschworener Haufen. Kann das sein? Ja, 100%. Ich glaube, wenn wir das nicht wären, dann hätten wir jetzt schon die Lichter ausmachen können. Also gerade wo wir uns befinden, ist das essentiell und absolut wichtig, dass wir als Einheit agieren, dass wir den Willen und den Ehrgeiz immer wieder Spiele drehen oder Spiele zu gewinnen irgendwie nach vorne pushen können.
Ja, also absolut wichtig, dass die Jungs, dass wir uns echt untereinander richtig gut verstehen und ja, auch die Spieler, die letztes Jahr den Aufstieg miterlebt haben und jetzt vielleicht nicht die erste in der ersten Formation sind, die ziehen komplett mit und versuchen ihren Teil dazu beizutragen, dass wir erfolgreich sind. Und ich glaube, das ist jetzt momentan das Wichtigste. Und ja, ich muss auch sagen, da Hut ab an die Jungs, an jeden Einzelnen, bin echt stolz drauf, da in so einem Team spielen zu können. Das macht schon Spaß, ja, definitiv. Wenn man mal drumherum schaut in eurer Tabellenregion, dann sieht man hier und da wurde der Trainer entlassen, hier und da sogar 3, 4 Mal. Jetzt kam raus, der KFC Uerdingen hat mal wieder Stefan Krämer vor die Tür gesetzt. Aber der Rolf Landal, euer Coach, der ist immer mittendrin, seit 5 Jahren jetzt mittlerweile dabei. Er führt eure Rasselbande da an. Warum sagt sich der VfB Lübeck, nee, das ist für uns keine Option. Rolf Landal ist unser Trainer und das ist auch gut so. Was macht ihn aus? Ja, zuallererst, ich glaube, dass Kontinuität gerade im Fußball natürlich ja nicht gerade oft passiert. Und ja, wie ihr gerade auch besprochen habt oder gesagt habt, es ist halt üblich, dass Trainer gewechselt werden, um einen neuen Impuls wahrscheinlich hineinzubringen. Wir sind jetzt in den letzten Jahren echt gut damit gefahren, vielleicht in Ruhe arbeiten zu können und auch eine gewisse Sicherheit zu haben, zu wissen, dass diese Dinge, die wir in den letzten Jahren hier aufgebaut haben, nicht sofort eingerissen werden. Und so sind wir und ich glaube, Rolf Landal auch, sind sehr gut gefahren. Und ich glaube, die Ruhe, die er ausstrahlt, ist für uns natürlich extrem wichtig. Natürlich kann er auch mal sehr emotional werden, aber ich glaube, das strahlt er aus, dass er versucht, uns Ruhe ins Spiel mit hineinzubringen. Und letztendlich ist es am Ende auch egal, wie würde ich das jetzt am besten sagen, am Ende muss es halt so sein, dass der VfB erfolgreich ist. Also wir müssen uns halt komplett unterordnen, wir müssen schauen, dass der Verein erfolgreich ist. Und klar, wenn am Ende da Trainer den Verein verlassen, ist das nie eine super Option oder eine super Entscheidung. Aber ja, man muss es halt dementsprechend hinnehmen. Wir haben es jetzt so geschafft, dass wir versucht haben, in Ruhe arbeiten zu können, gerade in dem Verein, wo wir jetzt uns gerade befinden. Und da bin ich auch froh drüber, dass wir da gerade auch in Situationen, wenn es nicht so gut läuft, nicht gleich alles über den Haufen werfen und versuchen dort irgendwo Kontinuität mit reinzubringen, damit wir ja auch erfolgreich sein können. Wir haben es ja auch schon gezeigt und zeigen es dem, finde ich, auch und versuchen es in jedem Spiel neu zu zeigen, ja. Lübeck wird ja die Marzipanstadt genannt. Ich war noch nie in Lübeck. Riecht es in Lübeck nach Marzipan? Ja oder nein? Ich glaube, um dir das am besten beantworten zu können, musst du einfach mal vorbeikommen und dir die Altstadt angucken. Dann kannst du es am besten selber bewerten. Ich würde sagen, ja, aber da musst du dir deine eigene Meinung zu bilden. Ist das eine Einladung in dein Reich? Also darf ich einmal bei dir zu Hause vorbeikommen und frühstücken? Ja, klar, komm vorbei. Ich weiß nicht, wie das jetzt momentan in der Corona-Situation ist, aber Ja. nach den Situationen definitiv. Nee, also. Hier ist ein absolut schöner Ort hier, absolut schöne Stadt und würde jedem mal raten, hier vorbeizukommen. Christian, so charmant wie du, schafft das wirklich keiner. Das ist überragend. Letzte Frage von uns, natürlich auch noch zu den Fans. Ich fand das immer sehr beeindruckend, wie du nach den Spielen das auch beantwortet hast, dass du sagst, hey, du bist froh, dass überhaupt gespielt werden kann, ist ja klar. Aber trotz allem, ihr seid Aufsteiger. Es ist eine Wahnsinnssaison. Es geht gegen Magdeburg, gegen Kaiserslautern, Duisburg, Dresden, 60 München. Und die Fans können nicht dabei sein. Wie arg blutet dir da das Herz, dass dieses Geschenk nicht gemacht werden kann? Ja, natürlich sehr. Ich meine, ich bin jetzt ja 4 Jahre hier und ich glaube, jeder, der mit mir auch in der Regionalliga gespielt hat, weiß mit allem Respekt, aber dass wir wirklich durch jedes Dorf getingelt sind zusammen und jeder einzelne Fan, der dort dabei war, da hat man einfach gemerkt, die leben diesen Verein so extrem und die unterstützen einen, egal wohin es geht und
Ja, das war von jedem von uns ein absoluter Traum, hier mal hochzukommen und gegen solche Vereine, die du gerade aufgezählt hast, zu spielen. Ich glaube, das ist, kann man nicht, glaube ich, so einfach beschreiben für jemanden wie mich, der jetzt 4 Jahre da ist, anstatt für jemanden, der sein ganzes Leben für Grün-Weiß schreit und in jedem Heimspiel, Auswärtsspiel dabei ist, um den Verein zu unterstützen und jetzt am Ende gegen solche Vereine dann vor Magenta Sport sitzt und sich die Spiele anguckt, anstatt mit einem schönen Bierchen im Stadion zu sein. Und ja, das ist natürlich unfassbar traurig. Gerade für uns als Aufsteiger ist das natürlich auch irgendwo eine Waffe, die uns abhanden kommt. Trotzdem muss ich sagen, bis auf ein paar Ausnahmen haben sie also wirklich absolut in jedem Spiel komplett unterstützt und versucht, ihren Teil dazu beizutragen, ne? Also ich muss sagen, es ist natürlich unfassbar schwer für die Jungs, aber trotzdem unterstützen die uns so gut es geht. Und ja, wir wollen es einfach versuchen, dass wir denen diesen Traum von dieser dritten Liga mal auch in einem Stadion wie Lautern, in einem Stadion wie im Grünwalder bei 1860 zu sein. Und ja, dafür tun wir jetzt unser Bestes, um zu schauen, dass wir auch den Wunsch und den Traum von den Jungs erfüllen können. Ganz toll. Nein, toll. Es war echt eine Freude, dich kennenzulernen. Sonst kennt man dich ja nur aus den Fußgängerzonen, von diesen Schuhgeschäften. Deswegen. Ach Gott, den habe ich noch nie gehört. Ach, herrlich. Den habe ich noch nie gehört. Hey, aber den Schuh ziehst du ihm jetzt nicht an. Strassi. Also, Nein, hör auf auf jetzt. keinen Fall. Bis dahin. Ciao. Yannick, Ciao, mach's ciao. gut. Mach's Tschüss. gut. Ja, Yannick Deichmann. Also ganz ehrlich, Sunny Boy, ja klar, aber auch mit klarer Kante. Ich glaube, ein Herz aus Gold. Hat mich sehr gefreut, mal mit diesem Menschen der dritten Liga zu sprechen. So sieht's mal aus. Kerze gerade raus, fand ich total angenehm und schön, dass er dich auch so aus freien Stücken eingeladen hat, mal nach Lübeck zu kommen. Ja. Das war ganz toll. Wenn man sich die vergangenen Episoden anschaut, ich habe mich noch nie selber eingeladen, sondern das kommt immer von den Leuten. Hier, ich kann schon was weiß ich wohin nicht alles gehen. Ich freue mich drauf. Wie hieß es bei Stefan Raab früher immer? Das kommt von alleine. So ist es also auch bei dir. Christian, in diesem Sinne, Genau. ich danke dir, mein Lieber. Episode 15 ist Geschichte. Bis dahin. Ciao. Macht's gut, habe die Ehre. Thank you.